Moin Gamer und recht herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Let's Play League of Legends. Ja, ich bin hier in einem Ranked, also ein Jagd nach Platin Game. Lol, wie creepy sieht der Typ denn aus? Lol, seit wann gibt's denn diesen Gragas-Skin? Oder wurde der verändert? Ich habe keine Ahnung. Wenigstens Gragas sieht ziemlich komisch aus. Und ja, wie ihr seht, ich spiele jetzt Zed in der Mitte mit dem Project-Skin. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass das Game gut klappt, weil ich hatte gerade davor eins aufgenommen und Ranked mit Zed und das habe ich gewonnen. Aber ich habe es leider nicht aufgenommen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch eins. Ich hatte Zed zwar schon letztens, aber ich wollte ihn auch spielen, weil ich ihn jetzt kurz vor Level 4 habe, den Champion. Und ja, ich wollte ihn jetzt noch auf Level 4 bringen. Und da finde ich jetzt eigentlich, passt das Rank ganz gut. Okay, was wird das? So Level 1 Fights oder was? Yes. I can do it. I can do it. Let's go. Okay, jetzt, ja. Ich hoffe jetzt mal, da ist keiner irgendwie, der hier guckt oder so. Wie lange hält mein Ward? 60 Sekunden. Damit wir keine Minions verpassen, machen wir schon mal 54. Und gehen dann schön farm. Gegen eine Lux. Das wird lustig. Ne, gegen einen Shogard. Noch lustiger. Ja, oh. Und dann muss ich erstmal niesen. Geil. Oh. Oh, die Q. Die Q war real. Naja, egal. Der, sagen wir einfach, der Nieser hat mich abgelenkt. Ja, ja. Silence mich, wenn du sonst nichts zu tun hast. Der hat ernsthaft auf Level 1 den Silence geskillt? Das macht man eigentlich nicht. Normalerweise skillt man erstmal die E, aber der macht das anscheinend anders. Nice. Nicht so nice. Ich muss halt immer versuchen, ihn zu treffen mit der Q, wenn keine Minions da sind, weil wenn Minions noch vorher getroffen werden, macht es ja halt weniger Schaden. Und das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja so viel Schaden wie möglich auf ihn hauen. Oder einfach unsere Qs failen. Okay, das hat mich nicht getroffen. Haben wir. Aber die Minions haben uns attackt, weil wir ihn angegriffen haben. Jetzt schon deine zweite W, die er nicht richtig getroffen hat. Ich push auch gar nicht, weil was soll ich irgendwie einen Risk eingehen, wenn ich auch so safe farmen kann. Aber er kann jetzt auch noch irgendwie nicht viel machen mit Level 3. Was soll er tun? Mehr als Last Hitten kann er gerade auch nicht. Ah, da muss ich meinen Flash usen. Ja, blieb mir nichts anderes übrig, weil er hat seine Q halt gemacht und ich habe die Q nicht gedodged. Und ja, dann hätte sie mich einfach getroffen, deswegen musste ich instant flashen. Und jetzt ist er irgendwie SS, ich habe keine Ahnung. Wo will denn der jetzt hingehen? Zack. Geil. Oh, hoffentlich kommt jetzt nicht gleich, dass Cho'Gath einen Kill bekommt, weil das wäre richtig eklig. Erstes Blut. Und Top-Laner. Da geht das Geflame schon los. You are fucking suck. Shut the fuck up, you noob. Alter, wie sie abgeht im Chat.
Was ist denn los mit ihr? So mad. So mad geht's gar nicht, Mann. Wie viel? Oh, okay, er hat 31 CS. Ich frage mich, was er gerade gemacht hat. Ist er einfach weggegangen? Er war doch noch so gut wie full life. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er noch irgendwo Schaden bekommen hat oder so. Und Mordekaiser Toplane. Mm. Vielleicht macht er ja das neue Reckless-Build hier nur auf Slow spielen. Dass die Gegner halt nicht vor einem weglaufen können. Aber es würde mich wundern, wenn er das spielen würde. Weil, wenn er das macht, dann macht er das wahrscheinlich first time, weil Reckless spielt das ja noch nicht so lange jetzt. Irgendwie mit Slow Mordekaiser. Nice. Aber das Blöde ist, der sustaint sich einfach so übel mit seiner Passiven. Sehr schön. Zack. Und oh, der Kaiser macht auch den Kill. Ist okay. Weil Elise war auch noch oben. Hätte er wahrscheinlich nicht viel anders machen können. Naja, Warden vielleicht, aber... Naja, ich habe ja selber gerade keine Wards. Wo wir gerade bei Warden sind, ich kann ja auch mein Ward eben in diesem Moment stellen. Und mal runter roam. Vielleicht. Sie hat jetzt ihr Ult. Unsere Hand. Bam, bam, bam. Schweigen die Tiere. Warum müsst ihr so flamen? Genießt das Game einfach und spielt doch. Und nicht die ganze Zeit im Chat rumflamen und was macht der Cho'Gath? Okay, er hat gewardet. Rewarded. Schreiben wir uns erstmal so, wie wir es am liebsten haben. Was hat der sich denn jetzt gekauft? Ein Zauberstab. Er baut also nicht als erstes den Katalysator, sondern erstmal den Zauberstab. Auch merkwürdig. Er hat also Bock, nicht Leben vorher zu haben, sondern eher die Tankiness. Aber er schon wieder SS. Was macht denn der Junge die ganze Zeit? Macht der Camps? Man sieht es auch einmal nicht. Er hat keinen Schaden und ich denke nicht, dass er sich irgendwo AFK hinstellt, weil das wäre ja richtig useless. Nice. 3-1 steht er jetzt. Also Mordekaiser ist gut im Game und ich bin auch gut im Game. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Unsere Botlane ist jetzt zwar nicht so gut im Game, aber die Sivir müssen wir eigentlich rausnehmen können. Dürfte nicht allzu schwierig sein. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Noch ein bisschen Lasteten hier. Zack. Und da ist der Cho'Gath und hat einen Kill. Damn. Vielleicht hat sie geguckt, vielleicht hat sie auch nicht geguckt. Ich weiß es nicht. Okay, die ist tot. Ich habe ein bisschen gefailt, deswegen musste ich igniten. Ich hoffe jetzt, da war niemand auf dem River. Oh Gott, ich habe so Angst.
Okay, es war niemand da. Cho'Gath ist der schon wieder in der Mitte. Sieht nicht so danach aus. Der ist jetzt auch Level 8. Ich bin auch Level 8, das wundert mich. Zack, wir pushen nochmal aus und können dann auch in die Base und shoppen gehen. Oh, Attack Speed auf Doom. Nein, das wollen wir nicht. Oder? Doch, wir holen uns ein Ward. Wir haben noch genug Geld. Oh, nice. Jetzt fängt hier auch an, die Jinx zu rasieren. Finde ich gut. Wenn die jetzt auch gefeedet ist, dann macht das Game auch wirklich Spaß, ne? Weil Jinx im Late Game, mit der will man nicht gerne. Oder gegen die möchte man nicht gerne spielen im Teamfight. Die gibt einem richtig auf die Fresse mit ihren Crits und ihrem Raketenwerfer. Ja, kann ganz schön ätzend sein. Sehr schön. Das läuft gerade nice. So, Split pushen können wir jetzt auch. Oh fuck. Ich hab. Oh, ich war mal im Bett wieder. Ich hab zu spät SS gesagt. Zack, zack, zack. Wow, nice. Und ich krieg noch eine Tower Shot ab. Ey. Sind die irgendwie doof auf der Botlane? Reagieren einfach nicht. Naja, komm. Ey, chase mich unter den Tower. Ich habe kein Problem damit. So, und weg. Da kann ich jetzt nicht viel machen, dass Steffen ganz alleine. Ne. Wenn ich von einer Q von der Lux getroffen werde oder die auf mich engaged, die geht, da bin ich so weg. Kann ich lieber in die Mitte gehen. Der Tower wird wahrscheinlich fallen. Da kann ich nicht so viel gegen tun. Außer ich werde jetzt ziemlich schnell. Und sie pusht ziemlich langsam, aber ne. Ihr liest, die wird den Tower kriegen. Lol, dat fail. Was? Es hat mich einfach getroffen beim Zurückspringen. Och Mann. Nee. Ah, das ist eklig. Das war mein Fail. Der ist tot, oder? Nee. Oh, nice, die können pushen. Warum switcht sie nicht? Ich dachte schon. Damit hat sie viel mehr Attack Speed. Mordekaiser. Flash Q. Was baut denn der jetzt? Baut der Slow Kaiser? Ja, er baut Slow Kaiser. Nice. Es ist richtig ätzend. Dann kann man den gar nicht mehr kiten. Es wird blöd für sie wir. Aber wenn sie es richtig shieldet, also seine E shieldet, dann kann sie vielleicht auch wegkommen. Aber die Ulti Slow sowieso permanent. Also wäre das dann auch eher nicht so vorteilhaft für sie. Och man, ich krieg nur die Erfahrung. Und eine Q kann ich ihm geben. Aber mehr kann ich ihm auch nicht geben. I need assistance, please. Shut down.
What the fuck? Alter Junge. Das gibt's doch gar nicht, so ätzend. Okay, wir holen uns das, ein paar Heiltränke und dann können wir wieder zurück auf die Lane. Wir versuchen jetzt als nächstes auf unser Last Whisper zu sparen. Die werden jetzt wahrscheinlich Rüstung bauen, so wie der Cho'Gath zum Beispiel Rüstung baut. Ich weiß nicht warum. Mercury Treats. Wahrscheinlich gegen Thresh, gegen den, sein CC. Und gegen den Slow von Mordekaiser. Dagegen wäre das dann auch noch gut. Ja, Last Hitte, Thresh. Du brauchst den Farm. Ganz sicher. Alter, das kotzt auch schon wieder so an, wenn er anfängt zu farmen, obwohl er gar kein Execute-Item hat. Und er hätte den einen Minion nehmen können, aber die anderen Minions hätte ich ja locker bekommen. Jetzt reagiert sie nicht. Nice. Gibt uns so mal Free Kills, wenn sie so ein Positioning hat. So, ich werde jetzt auch erstmal zum Pushen nicht meinen Shadow benutzen. Weil den brauche ich zum Escapen. Nice, den Tower kriegen wir. Könnte jetzt irgendjemanden ulten, aber ne. Das war gerade worth der Fight. Da muss man jetzt nicht noch irgendwas riskieren. Worth Fights sind immer gut. Totally worth. So, ich gehe noch Mitte, hol mir da noch meinen schönen, meinen schönen Farm ab. Da ist auch gerade eine ziemlich große Wave. Und das gehört alles mir. Mein Schatz. Nice. Komm. Alles klar. Und da fail ich den Minion. Naja, wenigstens habe ich den Cannon-Minion nicht gefailt. Ist ja schon mal etwas. Zack. Und da gebe ich hier noch eine Q mit. Und dann kann ich auch weggehen. Gerade so viel Gold, da kann ich erstmal irgendwas shoppen gehen. Ich hoffe, jetzt bricht mich keiner ab. So, erstmal nach vorne, Shadow. Oh, Mordekaiser, überlebst du das? Oder nicht? Das sagt uns gleich. Oh, sie fails. Der Flash-Kokon. Oh, er hat den Autotech nicht mehr rausbekommen. Das hätte bitter enden können für die Elis. Pushen wir. Machen wir ihn kaputt. Lol, er hat noch ignited, oder? Boah, ich sehe jetzt keinen Ignite da im Death Recap, aber was hat mich sonst getötet? Das andere ist, er hatte, glaube ich, keinen Red Buff. Ja, Thresh bleibt schön davor stehen. Nice. Nice Play. Das war gut. Nice. Und unsere Rüstungsboots.
Alleine so gegen sowas wie Irelia oder so. Die macht zwar True Damage mit EKW, aber wenn sie uns da mal so auto-taggt, haben wir mal was dagegen und gegen die Sivir auch, weil die anderen sind jetzt nicht so, die AP-Damage machen, so hart gefeedet. Elise im Late-Game wurde sowieso ein bisschen genervt. Naja, ein bisschen. Irgendwie 20 Damage von den kleinen Spinnen wurden runtergemacht. Das ist eigentlich ziemlich viel, weil es jetzt ja der 5-18er-Patch. Alles klar, lauf aus der Range. Danke. Hat er mich einfach getrollt. So. Nice. Ich konnte die so ein bisschen ablenken. Nein, stirb doch. Alter, Mann, wie viel Lack hat denn der Typ? Und die auch. Ich krieg einfach keine Kills mehr. Aber egal, mein Team räumt auf. Ist völlig egal. Ah. Naja, das ist dumm, Jinx. Nicht dahin. Wow. Heil einfach alles. Bitte sie. Was machst du? Oh Mann, Alter. Die ist wirklich in manchen Momenten ganz schön komisch. Brain AFK. Sie denkt einfach, die wäre schon tot, obwohl sie gar kein Auto-Tag abgefeuert hat oder sowas. Alles klar. Oh Mann. Da war der Greed gerade ein bisschen zu groß. Ich wollte unbedingt auf die Elise gehen und habe da viel zu viel Schaden kassiert. Nice. Nein. Okay, gut. So, ich versuche jetzt hier ein bisschen zu split pushen. Weil, wenn die jetzt Druck in der Mitte machen, mein Team. Oh. Nicht gut. Doch gut. Und dann ist er doch tot. Irgendwer müsste sich jetzt gleich mal auf den Weg zu mir machen. Ich weiß nicht, wer könnte jetzt zu mir kommen? Also Cho'Gath ist es schon mal nicht, Irelia und die auch nicht. Dann bleibt ja nur noch einer übrig. Lux. Okay, Lux haben wir. What? Alter, der Damage. Junge, Junge. Das hat geprickelt. Ist Damage for real? Alles klar. Es wäre vielleicht doch schlau, sich ein bisschen Magieresistenz zu holen gleich. Weil wir haben gesehen, mit Elise ist nicht zu spaßen. Ich hole mir dann am Ende, ich weiß jetzt, wie ich es mache, ich versuche mir jetzt eine Klinge der Unendlichkeit gleich zu holen. Einfach um noch mehr Crit-Schaden zu haben und Damage an sich. Und als letztes hole ich mir dann Quicksilber-Schärpe, also das Ausgebaute. Dann habe ich mal Magieresistenz. Ich kann den Stun wegmachen. Ich kann den Silence wegmachen. Das wird ziemlich useful sein. Nice. Ja, die Gegner haben gerade wenig Chancen zu haben. Oh, der Flash, ups. Wir müssen gerade auf so viele Sachen achten. Okay, sie hat's gefailt.
Oh, das macht Schaden, das macht Schaden. Okay. Na, irgendjemanden raushucken? Ah, okay, da kann ich nicht rein. Das bad. Das war bad. Einfach nur bad. Ich habe sie getroffen. Ey, ich fass es nicht. Ich kann nichts machen. Ich brauche unbedingt QSS. Wir haben jetzt Baron verloren. Jinx, du könntest so eine Ult versuchen. Ah, zu spät. Viel zu spät, glaube ich. Close. Wie viele haben wir denn? Wir haben 2 Drakes. Wir müssen dann versuchen, auf 5 Drakes zu kommen oder jetzt erstmal Dev spielen. Ah, ja, jetzt war gerade das Problem einfach. Ich werde ganze Zeit irgendwie CC'd oder so und ich kann dann halt wenig machen. Ich brauche mein Team. Zed ist halt kein Teamfighter, sondern ich, Zed ist ein Split-Pusher. Deswegen. Ist jetzt auch wieder dumm, dass sie jetzt weggeht. In 24 Sekunden ist der Drake da und sie geht jetzt weg. Nicht so schlau. Aber was will man tun? Weil sie ist wahrscheinlich noch pünktlich da. Die werden hier jetzt den Fight suchen. Oh, das war bad von denen. Noch schlechter hätten sie sich nicht positionieren können. Also der ADC. You have slain an enemy. Nice. Müssen wir eigentlich alle zusammen pushen. Zack, 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 zack. Okay. So schnell wie möglich erstmal durch die Mitte pushen. Oh Gott, nee, Cho'Gath. Nein, 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 Junge, einfach nein. Oh Gott, da kommt ein Cho'Gath. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ach Mann, das war so bad. Oh Mann, wenn... Das hat ihn jetzt wahrscheinlich getötet, das Disrespecten. Ein Gragas. Ja. Und er ist tot. Hätte er das mit dem Disrespekten vielleicht lassen sollen, aber nur, es war so, nur so eine Idee oder so. Wir brauchen unseren Thresh unbedingt. Ansonsten haben wir keine Chance gegen die. Vor allen Dingen nicht, wenn ein paar von denen Baron haben. Wow. Das war wieder richtig knapp gerade, sie ist wieder so weit nach vorne gegangen. Dafür, dass sie eine ADC ist, das hat sie ganz schön Balls. Und das war's mit ihr. Die ist tot, oder? Ja. Töte sie doch einfach. Ey, ich fasse es nicht. Er wollte jetzt wieder hier so coole Plays machen oder so und verkackt fast das. Dadurch, dass er irgendeinen Kill holt. Ah, es ist schon wieder so ätzend gerade. Okay, der Tower fällt. Ist nochmal ein bisschen mehr Gold für uns.
Und was sollte die Ult jetzt bewirken? Wow. Sie hat sie getroffen, aber es hat uns nichts gebracht. Aber wir haben schon mal drei Drakes, was uns schon mal mehr Movement Speed sichert. Und wir, es gibt uns mehr die Sicherheit, dass wir halt den fünften Drake bekommen. Was auch nicht gerade Unfolter halt, ja. Weil wer braucht den fünften Drachen nicht? Das ist so OP eigentlich mit dem fünften Drachen. Aber den müssen wir jetzt auch erstmal bekommen. Und das sieht gerade, ja. Ihr seht es ja selber. Ich gehe einfach mal back, weil ich bin so low. Aber ich kaufe mir noch nichts. Weil es würde mir jetzt eh noch nichts bringen. Weil ich hier erstmal auf die auf dem BF sparen möchte, damit ich mir schnell Infinity Edge holen kann. Ich möchte das Bild einfach mal ausprobieren, weil ich habe es bei Dade gesehen. Auf Pro Builds. Und er ist da anscheinend ziemlich gut mit klargekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das auch mal. Und das war es damit, Edis. Ah, Mann. Das tut weh. Die armen Gegner. So rauscatchen ist immer eklig. Geil für welches Team. Oh. Oh. Ne, ne, ne. Nicht diven. Don't dive. Zack. Sehr schön. Geh da weg, Alter. Was ist denn mit dem Typen los, Mann? Der Greed schlummert in ihm, sag ich nur. Der Typ ist wirklich mega greedy. Wir sollten einfach Baron machen. Geh Baron Warden. Das wäre es mir nicht worth. Okay, vierten Drake bekommen wir. Nice. Können wir wieder irgendjemanden rauscatchen, der out of position ist? Ah, sie wird schwierig. Irelia ist ziemlich tanky. Ah, wir haben jetzt den Drachen. Stimmt. Der kann den ganzen Baron tanken. Wir haben uns zu hart poken lassen. Obwohl. Nein. Okay. Ich habe jetzt mal versucht, den Job als Peeler zu machen und nicht als Backline-Killer. Ja, scheiß auf die Kackwards. Oh, das ist die Chance für die Gegner, für den Steal. Unser Jungler ist tot. Okay, aber... Ja, sie hat's versucht. Sie haben es einfach gebrochen.
Also, was heißt gerochen? Sie haben ja gesehen, dass er gestorben ist. Also, sie haben ihre Chance nochmal gesehen. Aber konnten sie leider nicht nutzen, weil sie anscheinend zu spät Ult hatte. Oder sie zu spät benutzt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte ja nicht sehen, ob sie die hat oder nicht. Ich denke mal einfach, sie hatte die erst zu spät bekommen. Oder sie hat es falsch abgeschätzt, wenn die kein Ward da hatten. Wir haben ja nicht getestet, ob da Ward sind. Einfach weggeplatzt. Komm, Lantern, Lantern, Lantern. Alter, es ist so übertrieben OP. Und die soll genervt worden sein. Alles klar. Na, nicht gut, Jinx. Alter, was ist das denn? Tötet sie doch. Lol, das Item aktiviert sich sogar. Okay, lass sie einfach keinen Tower pushen. Das ist dumm. Das ist so dumm, wie er das jetzt gerade macht. Lol, die Fokus in den Tower sind die... Wow. Wie kann man so hart das kaputt bauen? Anstatt einfach unsere beiden Teamleute erstmal zu töten. Das war 2 gegen 3. Okay, sie hat mich getroffen. Okay, no flash. Stop chase, stop. Stop it. Wie viele haben noch Baron? Mordekaiser noch? Ist nicht mehr. Gragas noch, müssen noch haben. Ah ne, der wurde ja executed, also nur noch Mordekaiser. Und der ist jetzt nicht da. Okay, danke. Ich dachte erst, sie will sich den selber nehmen und dann hat sie ihn mir doch gegeben. Aber wir müssen alle sein. Okay, komm. Gragas. Alter Mann. Alter, jetzt müssen wir wieder alle zu Gragas roam. Alter, die könnten jetzt so einfach den Gragas rauscatchen. Wir sind einfach gesplittet. Und splitten ist doof. Was passiert jetzt? Wir können jetzt warten, hoffentlich kommen die. Ich weiß nicht, was sie machen. Wow. Die wollen Mitte pushen. Okay, nice. Lass mich doch hier. Alter, da töten die mich auch noch.
So, QSS habe ich jetzt auch erstmal. Das ist schon mal nice, unser Bild. Also, wenn sie jetzt uns versucht zu stunnen, entweder die Lux oder die Elise, können wir das erstmal weg QSSen. Was dann schon uns wieder das so macht, dass wir halt weniger Schaden kassieren durch die Elise, weil wir haben gerade wieder gesehen, sie hat uns wieder so viel Schaden gemacht. Das ist ziemlich OP. Ich hole mir jetzt noch einen Pot. Einen Red Pot. Alter, das Game ist gerade wieder übelst spannend. Obwohl es eigentlich gar nicht so spannend sein sollte. Nein, nicht ohne mich engagieren. Wenn ihr die habt, Mann, dann kriegen wir den Baron. Ja, Huxi, please. No. Ja, sie ist tot. Sie hat Flash. Oh, Mann. Unser Jungler ist out of position. Alter, nein. Okay, die denken wieder, wir trappen sie. Nicht sein Ernst. Er geht back. Wie dumm. Alter, das ist retarded. Wow, Mordekaiser braucht das ganz dringend. Müssen deffen. Das wird nichts, das wird der Throw. Das ist Jinx. Ich hab's einfach gesagt. Wir verlieren es, wenn wir den angreifen. Ich check es nicht, dass sie einfach nicht drauf hören. Auf solche Calls. Was ist das jetzt, was er macht? Er hätte am Tower stehen müssen. Er hätte uns ein paar Sekunden rausholen müssen. Und Thresh ist weggegangen, was genauso dumm war. Ach man, es ist einfach wieder so sad. Das Game war eigentlich war es gewonnen. Das ist wieder League of Thrones. Das war so eklig. Ach man. Ja, ich würde dann sagen, das war's mit dem Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und schaut doch öfter mal auf meinem Kanal vorbei. Tschüss und bis nächstes Mal.